So, das bringt uns zum nächsten Tagesordnungspunkt, Nummer 13. Hier geht es um den Konzessionsvertrag des Rudolf-Habich-Stadions. Wir haben hier einen Ersetzungsantrag der FDP, der zunächst eingebracht werden kann. Bitte schön, Herr Zastrow. Und danach gehen wir in die Fraktionsrunde. Es beginnt Fraktion Die Linke. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, es ist eigentlich eine Kleinigkeit, weil an der Sache an sich gibt es nichts auszusetzen, das müssen wir machen. Aber was uns verwundert hat, ist der Deckungsvorschlag. Denn der Deckungsvorschlag, der bisher drin steht, bezieht sich auf diese sogenannte Großveranstaltungsförderung, wo ich ja vor einiger Zeit noch völlig verwirrt zur Kenntnis genommen habe, auch in entsprechenden Pressestatements, dass es die ja angeblich nicht geben sollte. Wir haben die aber als haushaltstragende Fraktion ja vereinbart und auch entsprechend verankert im Haushalt. Ich will das nochmal klar vorlesen, was da steht. Auch zur Erinnerung vielleicht für den Herrn Oberbürgermeister. Ob er mich da draußen hört? Vielleicht, wenn ich langsam und deutlich und laut rede? Ach so. Also ich trage es trotzdem nochmal kurz vor. Vielleicht kann dann der Stellvertreter ihm das übermitteln. Und zwar im Haushalt steht drin, der Dresden Marketing GmbH werden für die Jahre 2023 und 2024 zusätzlich jeweils 400.000 Euro zur Verfügung gestellt. Diese Mittel sollen unter anderem verwendet werden, um eine Machbarkeitsstudie zur Durchführung einer internationalen Hygieneausstellung in Dresden gemäß des Antrages Blabla zu finanzieren, sowie die Durchführung der Triathlon-Großveranstaltung Ironman und des Caspar-David-Friedrich-Jahres zu fördern. Das ist das, was der Stadtrat gemacht hat. Er hat keineswegs gesagt, dass die Großveranstaltungsförderung nur für diese drei Projekte ist, sondern diese drei Projekte sollen auch mit drin sein. Das heißt, das Geld ist explizit für verschiedene Sachen vorgesehen, aber explizit eben auch für diese drei Projekte. Wenn man jetzt schaut in die Antwort der Verwaltung auf die Mittelverwendung, sieht man, dass die 300.000 Euro, die für den Ironman gedacht waren, nicht ausgegeben werden können, weil die Veranstaltung nicht stattfindet. Dann habe ich gelesen, dass die 30.000 Euro für die Machbarkeitsstudie Hygieneausstellung, ich weiß gar nicht, wie alt der Antrag ist, uralt, inzwischen hat sich es vielleicht auch erledigt, aufgrund der Haushaltssperre wieder nicht ausgegeben werden kann. Also was das soll, verstehe ich nie. Offensichtlich hat die Verwaltung einfach keinen Bock drauf, diese Studie zu erstellen, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Und die 70.000 Euro für das Caspar-David-Friedrich-Jahr, ja, die werden aber ausgegeben, Gott sei Dank, weil die Mittel vertraglich gebunden sind. Und jetzt kommt man auf die tolle Idee, die frei gewordenen Mittel nicht weiter für Großveranstaltungen einzusetzen, sondern für die Stadienkonzessionsverträge. Liebe Kollegen, das kann so nicht sein. Wir haben alle wahrgenommen, unter welchen Problemen die Großveranstaltungen und viele der Veranstaltungen sind richtige Traditionsveranstaltungen in Dresden leiden. Ich sage nur Elbhangfest, die wollen es kleiner machen, trotzdem bleiben Finanzprobleme, habe ich so der Zeitung entnommen. Dixieland-Festival, wollen wir wirklich, dass im nächsten Jahr das ohne festem Zug, ohne Jazzmeile stattfindet? Ich glaube, das kann keiner wollen. Und wir haben als Stadtrat mit dem Haushalt ja Vorsorge getroffen, weil wir gesagt haben, dafür stellen wir Gelder zur Verfügung, damit diese für Dresden so ja prägenden Veranstaltungen auch weiter durchgeführt werden können. Es gibt noch ganz andere, die vielleicht auch in Frage kämen. Deswegen möchte ich dafür werben, dass wir das Geld in dem Topf lassen, im Zweifel auch ins nächste Jahr übertragen. Die ganze, dann machen wir noch gerne einen gemeinsamen Beschluss, dann kann man das tun. Jedenfalls ist das der Sinn und Zweck gewesen. Man kann übrigens diesen Veranstaltungen auch dieses Jahr schon helfen. Ich glaube, da fällt uns etwas ein. Wichtig ist aber, dass wir nicht diesen Großveranstaltungstopf plündern. Das ist genau das falsche Signal. Die Stadionverträge müssen trotzdem erfüllt werden. Das können wir auch ganz einfach, weil wir haben ja interessanterweise gespart. Denn der ganze Streit um die Bürgermeisterbesetzung hat ja dazu geführt, dass wir eine ganz lange Zeit Kosten eingespart haben. Und deswegen möchten wir einen anderen Deckungsvorschlag Ihnen hier vorschlagen. Und zwar im Beschlusspunkt 1b möchten wir ersetzen, die Deckung des verbleibenden investiven Mehrbedarfs für 2023 in Höhe von 228.000 und ein paar
Euro erfolgt aus dem Personalbudget für Bürgermeister, Beigeordnete und Beamte der nicht genutzten Ausgaben für eine B6-Stelle. Januar bis einschließlich Oktober haben wir ja gespart. Eine B8-Stelle, Januar bis einschließlich Juli 2023 sowie bei Bedarf aus dem Pool zentrale Stellenreserve für 2023. Da ist das Geld vorhanden und es ist viel, viel ehrlicher und intelligenter, dort das Geld für das Stadion herauszunehmen, als aus dem Pool für Großveranstaltungen. Vielen Dank. Okay, dann machen wir weiter. Fraktion Die Linke, Herr Scholbach, bitte. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, also mein lieber Herr Zastrow, das war gerade schon wirklich amüsant. Also kaum gehen Sie vor ans Rednerpult. Als FDP-Fraktionsvorsitzender verlässt Ihr Parteifreund Herr Hilbert den Saal. Also es scheint ja ein inniges Verhältnis zu sein, was sich hier entwickelt hat. Und das, was Sie hier kritisiert haben, das ist ja der Vorschlag Ihres Oberbürgermeisters. Vielleicht reden Sie künftig mal etwas mehr miteinander, dann müssen Sie das nicht hier im Saal austragen. Im Übrigen, wir haben ja heute schon über das Thema Haushaltssperre gesprochen. Da hätten Sie ja die Gelegenheit gehabt, sich entsprechend anders zu verhalten. Sie hätten ja heute die Haushaltssperre beseitigen können. Sie haben sich aber für einen anderen Weg entschieden. Mal so viel dazu. Kommen wir mal zur Stadionproblematik. Wir haben vor etwas mehr als anderthalb Jahrzehnten eine wichtige Entscheidung getroffen. Damals war das Rudolf-Habig-Stadion tatsächlich eine ziemliche Bruchbude. Und es stand die Frage, wo soll in dieser Stadt Dynamo Dresden künftig seine Heimstätte haben? Und die Fans haben ganz klar uns auf den Weg gegeben, sie wollen, dass das Stadion an der Lenné-Straße neu errichtet wird. Und wir sind diesen Weg gegangen und es ist wirklich ein Schmuckkästchen geworden, um das uns auch viele, viele Fußballfans in Deutschland beneiden mit einer wirklich ganz tollen Atmosphäre. Und ich freue mich schon wieder am Dienstag, ich glaube Dienstag ist es, aufs Heimspiel gegen Halle am Abend unter Flutlicht. Das wird ein weiterer Höhepunkt, nachdem wir Schacht nach Hause geschickt haben vor einigen Tagen. Meine Damen und Herren, die Finanzierung des Stadions, Herr Zastrow, ich sehe auch nicht. Die Finanzierung des Stadions ist nichtsdestotrotz eine Herausforderung. Wir wissen es, in der ersten Liga verdient die Stadt sogar Geld damit. In der zweiten Liga müssen Zuschüsse geleistet werden. Und in der dritten Liga sind die Zuschüsse noch deutlicher. Die Stadtverwaltung hat sich ein bisschen gepokert bei der Haushaltsaufstellung. Sie ist sehr optimistisch hereingegangen und hat angenommen, dass Dynamo Dresden den Wiederaufstieg schon eine Saison eher schafft. Das ist leider knapp verfehlt worden. Es sieht ja in dieser Saison deutlich besser aus. Aber es ist jetzt natürlich wichtig, dass wir den entsprechenden vertraglichen Verpflichtungen nachkommen. Und das ist auch inhaltlich richtig, denn wir wollen, dass die bekannteste und erfolgreichste Fußballmannschaft dieser Region, dass die auch gute Rahmenbedingungen hat. Dafür haben wir das Stadion gebaut, dafür wurde das Trainingszentrum im Ostrhein-Gehege errichtet und es müssen einfach wettbewerbsfähige Bedingungen vorhanden sein und es müssen natürlich auch wettbewerbsfähige Konditionen aufgerufen werden. Würden wir diese Beiträge nicht leisten, dann wäre es sehr, sehr, sehr schwer für Dynamo Dresden wettbewerbsfähig zu sein und wir würden auf Jahre hinaus immer weiter auch noch zusätzliches Geld aus der Stadtkasse bereitstellen müssen. Und insofern ist es nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, jetzt diesen Beitrag zu leisten, sondern auch sportlich, weil wir damit einfach entsprechend den Rückenwind geben für den Wiederaufstieg. Und wir drücken alle miteinander die Daumen, dass es in dieser Saison klappt, und zwar sowohl aus sportlichen Gründen als auch aus finanziellen Gründen, weil wir dann die optimistischen Annahmen, die die Stadtverwaltung bereits mit dem Haushalt getroffen hatte, dann für die Zukunft sich in die Realität umsetzen lassen. Und insofern stimmen wir dieser Vorlage zu und wünschen uns, dass jetzt in dieser Saison
der Wiederaufstieg gelingen möge. Vielen Dank. Schönen Dank. Dann machen wir weiter. SPD das Wort gewünscht? Nein. Dann machen wir weiter. FDP nochmal? Auch nicht. Dann geht es weiter mit Klaus Lippmann, Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger. Sehr geehrter Herr Sportbürgermeister, meine Damen und Herren, es ist eine Diskussion, die immer wieder auftaucht. Wir wissen das. Es ist eine rein technische Frage aus unserer Sicht und wir sollten uns bzw. dem nächsten Stadtrat nicht erneut diese Diskussion aufbürden. Der Konzessionsvertrag muss erfüllt werden. Wir sollten uns da weniger vom Spielergebnis abhängig machen. Natürlich haben wir die Hoffnung, dass wir Geld sparen oder anders ausgedrückt, Dynamo in der zweiten Bundesliga landet am Ende der Saison. Aber für die nächsten Haushaltsjahre, bitteschön, kann doch eine intelligentere Lösung für diesen Differenzbetrag gefunden werden. Warum wird er nicht in der allgemeinen Deckungsreserve eingestellt und erübrigt dann jegliche Diskussion? Umgedreht, sollte das Geld gespart werden und Dynamo den Weg nach oben findet, dann sollte der Sportbereich immer so fair sein, sportlich fair sein und nicht diese Differenzsumme dann zur eigenen Verausgabung beantragen. Also, wir können diese ganze Diskussion einfach nicht haben oder nicht mehr führen müssen, wenn das haushalterisch anders gelöst wird. Und das ist die Bitte und der Auftrag auch an die Kolleginnen und Kollegen, die im Finanzausschuss sitzen und den nächsten Haushalt beraten werden. Legen Sie die Summe so, dass sie jeglicher Diskussion im Anschluss darauf erübrigt. Wir beschädigen entweder unsere SGD oder wir beschädigen andere Haushaltsstellen oder Projekte, aus denen das Geld genommen werden muss. Die Diskussion haben wir jetzt gerade erlebt. Und das Geld dann aus anderen Veranstaltungen zu nehmen, die auch sportlich intendiert sind, das wird auch schwierig. Also nochmal, haushalttechnisch anders einstellen das Geld. Im nächsten Haushalt, dann ersparen wir uns jedes Mal diese Diskussion. Vertragserfüllung muss eh sein, da kommt kein Weg dran vorbei. Vielen Dank. Schönen Dank. Dissidentenfraktion das Wort gewünscht? Nein. Dann würden wir weitermachen. AfD-Fraktion, Herr Laczynski, bitte. Ich muss gleich einen Platz machen. Genau. Letztendlich wurde eigentlich schon alles Wesentliche und alles Wichtige gesagt. Das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Aus diesem Grund vielleicht einfach nur eine Frage in Richtung Verwaltung hinsichtlich des Änderungsantrages der FDP, inwiefern dieser geänderte Deckungsvorschlag am Ende wirklich verfügbar ist oder ob wir hier am Ende vielleicht sogar den Stadionzuschuss mit dieser Änderung gefährden würden. Wollten wir dann nach Abschluss der Fraktionsrunde machen. Dann würden wir weitergehen. Grünen Fraktion das Wort gewünscht. Frau Fiusene, bitte. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin jetzt nicht zur sportpolitischen Sprecherin mutiert, aber ich möchte gerne auf den Deckungsvorschlag der FDP bzw. die Kritik am Deckungsvorschlag in der Vorlage eingehen. Lieber Herr Zastrow, es ist doch immer wieder unglaublich, wie Sie argumentieren und wenn man dann halt näher recherchiert, sich einfach nicht mit den entsprechenden Leuten unterhalten, die Ihnen dann ein paar Fakten beisteuern könnten. Wir haben gemeinsam, da widerspreche ich Ihnen nicht, das Geld für die Großveranstaltungen in die DMG eingelegt. Wir haben damals sogar noch extra was draufgelegt, damit die DMG mehr hat. Nun ist die DMG eine Gesellschaft, in der auch Ihr Kollege Maloney im Aufsichtsrat sitzt, der letzte Woche getagt hat. Und da habe ich schon das erste Mal gefragt. Ich habe inzwischen Frau Misere noch mal gefragt. Es ist gar nicht so einfach, selbst wenn Sie sich das so vorstellen, einfach zu sagen, ach, jetzt zaubern wir eine andere Großveranstaltung aus dem Zylinder, weil wir haben da nämlich gar keine entsprechenden Förderrichtlinien. Das mögen Sie bedauern, dass das nicht so einfach geht, aber so ist es einfach. Und deswegen muss man einfach sagen, drehen wir das Ganze doch um. Es wurde ja schon mehrfach gesagt, die Zahlungen aus dem Vertrag jetzt fürs Dynamo-Stadion, die müssen wir ja bezahlen. Und den Ironman konnten wir nicht umsetzen und es sind zweimal 300.000 Euro. Und wenn mir die DMG selber sagt, sie haben jetzt da
gar keine eigene Verwendung dafür, dann ist es doch im Moment der richtige Weg zu sagen, dann kann man das Geld nehmen. Wenn Sie dann sagen, da bin ich ja bei Ihnen, Elbhangfest, die weiteren Feste, da haben wir ja demnächst eine Anhörung, zu der ja hoffentlich dann alle Fraktionen kommen und sprechen mit den ganzen Veranstaltern auch der Stadtfeste. Wenn wir dann feststellen, dass wir dann für die Durchführung im nächsten Jahr noch Gelder brauchen und dann vielleicht sogar einen gemeinsamen Antrag interfraktionell formulieren, dann kann man ja gucken, wo man an anderer Stelle im Haushalt dann noch Geld dafür findet. Denn dass Sie, speziell Sie, Herr Zastrow, ich will das gar nicht mal Ihrer gesamten Fraktion unterstellen, immer Personal in der Stadtverwaltung für des Teufels halten und da irgendwie gucken, dass man da irgendwie streichen könnte, das halte ich auch für symptomatisch. Besonders großartig finde ich aber Ihre Öffentlichkeitsarbeit, die Sie bisher gemacht haben, dass Sie in dem Zusammenhang, was wirklich jeglich Grundlage entbehrt, der Kulturbürgermeisterin unterstellt haben, sie würde das Geld sozusagen in die Kleinkunst investieren. Da ist erstmal die Frage, Definition Kleinkunst. Sie meinten wahrscheinlich die Projektförderung, institutionelle Förderung der freien Szene. Die haben wir ja im Haushalt gemeinsam festgelegt. Da gibt es Förderrichtlinien. Da sitzt übrigens Ihr Kollege Hase, der meines Wissens immer noch auch Parteivorsitzender der FDP in dieser Stadt ist. Ja, der ist mit in den Runden, wo wir jedes Jahr sehr genau überlegen, wem von diesen vielfältigen Vereinen, die sich in der Kultur engagieren, geben wir was und sozusagen mit welcher Nachhaltigkeit. Und da ist eine wirklich sehr gute Zusammenarbeit. Und deswegen verstehe ich das hier nicht. Das ist einfach fördergründig die Lobbyarbeit für, ich sag mal, den Eventbereich, den wir jetzt hier einfach nicht so bedienen können, wie Sie sich das wünschen. Und deswegen geht das Geld jetzt richtigerweise in diesem Fall an Dynamo. Und wie gesagt, wenn wir nach der Anhörung bei den Stadtteilfesten gemeinsam zu der Auffassung kommen, wir müssen da nächstes Jahr noch unter die Arme greifen, dann bin ich sehr gerne bereit, nach kreativen Lösungen im Haushalt noch zu suchen, wie man da dann Deckungen findet. Vielen Dank. Schönen Dank und wir machen weiter, CDU-Fraktion angemangen. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, täglich grüßt das Murmeltier. Dieses Thema ist kein Freudenthema. Ich glaube, für einige wenige im Stadtrat vielleicht schon, für mich persönlich nicht. Täglich grüßt das Murmeltier, die Verträge sind so, wie sie sind, ist jetzt schon mehrfach so gesagt worden. Es ist unser Stadion, das hiermit auch finanziert wird und Frau Filius-Jene, kleine Korrektur, das Geld geht nicht an Dynamo, sondern es geht an die Projektgesellschaft. Wir müssen schon schön sauber bleiben und die Sachen ordentlich auseinandernehmen. Einleitend möchte ich noch mal aufgreifen, was wir auch im Haushaltsentwurf der Stadtverwaltung kritisiert haben. Und das ist nämlich genau das, warum wir heute wieder über dieses Thema reden. Die Stadtverwaltung hat einfach zu optimistisch geplant und einfach den hypothetischen Aufstieg unterstellt. So, wir haben das Problem gesehen in dem Haushaltsentwurf, wir haben es kritisiert, wir haben da nicht nachgesteuert, weil es einfach mal da auch Wichtigeres gab, aber es war schon klar, dass diese Vorlage jetzt kommen wird. Und ich bin mir nie sicher, Herr Lippmann, ob Sie das so gemeint haben, was ich jetzt sagen werde, weil ich hätte das nämlich anders ausgedrückt. Andersrum wird nämlich ein Schuh draus für die zukünftigen Haushaltsplanungen aus unserer Sicht. Besser wäre es, wenn die Stadtverwaltung in ihren Haushaltsentwürfen einfach mal kontinuierlich die dritte Liga unterstellt und wenn es sportlich super läuft, worüber wir uns alle freuen, dann verbleibt das Geld, was wir einsparen, natürlich im Sport. Das wäre der Ansatz, den wir aus sportpolitischer Sicht bevorzugen würden und auch mit Blick auf die Haushalts,
Aufstellung und auch vielleicht auch mit ein bisschen Rücksichtnahme auf den Stadtrat, der sich mit aller Jahre wieder diesem Thema widmen darf. Das wäre einfach mal sinnvoller. So, zu den Deckungsquellen. Da gibt es aus unserer Sicht ja wahrscheinlich auch ein paar Fragezeichen, Unklarheiten, vielleicht auch gefährliches Unwissen. Deswegen würden wir auch noch mal die Frage an die Verwaltung stellen, ob sie vielleicht noch mal Auskunft geben könnte, wie das jetzt mit dem Finanzierungsvorschlag aussieht. Weil wir halten das ehrlich gesagt für einen recht intelligenten Finanzierungsvorschlag, vor allen Dingen, weil da der Grundsatz gilt, Sport ist Sport und ein zuständiger Geschäftsbereich guckt erstmal bei sich, wo habe ich denn Gelder, um eventuelle Lücken zu kompensieren. Deswegen tragen wir grundsätzlich diesen Deckungsvorschlag mit. Und Herr Zastrow, Sie drehen sich das mit diesem Haushaltsbegleitbeschluss wirklich so, wie Sie es brauchen. Und dann gucken Sie auf ein einzelnes Wort und erklären damit irgendwie, wo der Hase langläuft. Oder Sie meinen das so erklären zu können, aber aus unserer Sicht ist das nie korrekt, weil... Und die FDP saß bei dieser Verhandlungsrunde, wo es um den Triathlon ging. Da waren alle eingeladen. Wer war nicht da? Die FDP. Vielleicht können Sie es deshalb gar nicht wissen. Entschuldigung. Aber das war eben einfach mal so. Und Feines, wenn wir die Gelder jetzt nicht nehmen, dann sind sie weg. Es sind konsumtive Gelder, dann sind sie weg. So, Anmerkung zur Debatte aus unserer Sicht, auch mit dem neuen Deckungsvorschlag, den Sie bringen, muss man ja mal sagen, ich habe mir aufgeschrieben, das ist ja ein interessanter Schachzug und bester Populismus. Der ignoriert aber, ich habe mich da noch mal informiert, die Technik des Personalbudgets, wo man nämlich mit Schwankungen auch kalkuliert und nicht Dinge, die nie ausgegeben werden, einfach mal dann zusätzlich vorhandenes Geld sind, sondern die Schwankungen sind von vornherein einkalkuliert. Also purer Populismus, Klientelpolitik und im Übrigen kleine Fußnote, wir hatten im Sportausschuss eine andere Vorlage, da ging es auch um zusätzlichen Mittelbedarf. Zu Rate gezogen wurden die gleichen Deckungsquellen hinsichtlich der World Transplant Games. Da gab es gar keine Diskussion zu den gleichen Deckungsquellen. Herzlichen Dank und einen wunderbaren Abend noch. Okay, gibt es erstmal weiteren Redebedarf? Holger Zastrow, bitte. Da bin ich hier herausgefordert. Werde, nehme ich das natürlich an. Die Großveranstaltungsförderung gab es ja schon eine ganze Weile länger. Und die war früher in Verantwortung der Kulturbürgermeisterin. Wir haben dann in der Haushaltsverhandlung darüber gesprochen, ob das so der richtige Weg ist. Warum haben wir darüber gesprochen? Weil die Großveranstaltungsförderung nicht so verwendet worden ist, wie wir es uns gedacht haben. Und da geht es, Frau Fiusien, überhaupt nicht um die institutionelle Kulturförderung und die Projektförderung. Das ist was ganz, ganz anderes. Denn die Großveranstaltungsförderung ist explizit für andere Veranstaltungen, für andere Projekte gedacht gewesen. Und während es im ersten Doppelhaushalt des Vorangegangenen noch so halbwegs stimmte, hat es im zweiten überhaupt nicht mehr funktioniert. Da wurden kleinere Projekte genommen. Die sind zwar Projekte der Kulturbürgermeisterin gewesen, die sie toll fand, aber die Großveranstaltungsförderung, welchen Anspruch hatten wir damit? Veranstaltungen, die für Dresden prägend sind. Veranstaltungen, die einen wirtschaftlichen Hebel haben. Veranstaltungen, die eine touristische Relevanz haben. Das ist ein Unterschied zu vielen anderen, auch guten Kulturveranstaltungen, keine Frage. Aber dafür sollte es gedacht werden, einzig und allein dafür. Und wenn die Großveranstaltungen, die für Dresden prägend sind, Elbbankfest, Dixieland-Festival, nur mal genannt, Probleme haben, sage ich mir, ist es genau dieser Topf. Frau Fiusiene, dass Sie den ganzen Leuten jetzt antworten, Bürokratie, das können wir alles so nie machen, das ist Ihre Antwort. Ich sage mir, die Intention von uns ist damals gewesen, es genau dafür einzusetzen. Und natürlich kann die DMG das. Warum? Weil das Dixieland-Festival eine über die Grenzen der Stadt hinausgehende Wirkung hat, mit 450.000 Besuchern. Die können selbstverständlich so eine Veranstaltung als DMG unterstützen. Das würde absolut passen, das ist absolut rechtens. Macht die DMG mit anderen Veranstaltungen ja ganz genauso. Und auch ein Elbhangfest hat eine Wirkung für Dresden, nicht nur, sondern weit darüber hinaus. Deswegen haben wir das, und bei den Veranstaltungen, liebe Frau Wagner, war ich dabei, Sie aber nie, haben wir es genauso als Konstrukt gemacht. Der Ironman, warum sitzt der dort? Da geht es nie um Sportförderung, überhaupt nicht.
dann hätte es nämlich dort gar nichts zu suchen. Die Iron Man, der ist deswegen dort drin, weil wir gesagt haben, der hat für Dresden diesen Hebel. Da kommen ganz viele Sportler, die übernachten hier. Wir können damit Werbung über die Stadtgrenzen hinaus machen. Deswegen ist es bei der DMG, Dresden Marketing Gesellschaft, und nicht in der Sportförderung. Erinnern Sie sich bitte daran. Das hat damit gar nichts zu tun. Was dann über den Sport läuft, ganz andere Frage. Na, dafür ist es gedacht gewesen. Ich nehme zur Kenntnis, dass, obwohl wir darüber gesprochen haben, das zweite Mal, im vorgehenden Haushalt ist das schon drin gewesen, es offensichtlich trotzdem, dass wir zusammen den Haushalt verhandelt haben, es eben keine Einigkeit gibt. Ich nehme das zur Kenntnis. Das wird mich bei den nächsten Haushaltsverhandlungen mit wem auch immer motivieren, genauer hinzugucken. Vielen Dank. Okay, gibt es weitere Wortmeldungen? Da würden wir jetzt mal folgendermaßen vorgehen. Die Frage, was gibt es für einen Geschäftsordnungsantrag? Ich würde, also erstens hätte ich gerne eine kurze Auszeit vor der Abstimmung und ich hätte gerne noch mal eine Auskunft darüber, wie der Änderungsantrag, was die Finanzierung betrifft, wie das von der Verwaltung bewertet wird. Hat man eh schon zugesagt, dass wir das machen? André Scholbach. Ich schließe mich gern dem Anliegen der Kollegin Arnert an und würde das aber gern noch etwas modifizieren von unserer Seite. Wir hätten zu diesem Finanzierungsvorschlag der FDP gern den Finanzbürgermeister gehört. Das wäre sehr schön, wenn er herzugeholt werden könnte, damit er seiner Aufgabe hier nachgehen kann, die er ja unbedingt wahrnehmen wollte. Gut, jetzt ist das aber eindeutig, was diesen Änderungsantrag in der Ressortzuständigkeit von Herrn Pratzker, weil der ist Herr über die Personalkosten und wird dann auch antworten. Bitte. Meine Bitte ist dezidiert, den Herrn Oberbürgermeister und den Herrn Finanzbürgermeister Dirk Hilbert hinzuzuholen. Ich hätte gern seine Stellungnahme zu dem Antrag der FDP-Fraktion gehört. Genau, so ist das. So ist das, Herr Lichti. Wir haben ja, der Stadtrat hat kein Zitierrecht. Vielleicht, wenn er das jetzt hört, der Oberbürgermeister, oder wir schicken mal jemanden zu schauen, beziehungsweise machen wir eine Auszeit dann und dann werden wir sehen. Aber wir würden noch folgendermaßen vorgehen. Erstmal würde ich noch mal was dazu sagen. Zweitens, was ist denn jetzt schon wieder Geschäftsordnungsantrag? Ja. Erster Bürgermeister, ich ergänze Sie ungern, aber ich muss es tun. Sie haben zwar recht, dass wir kein Zitierrecht haben, aber der Herr Oberbürgermeister hat eine Präsenzpflicht hier im Stadtrat. Da wäre ich, wie wir alle. Da werde ich mal einige Stadträte auch erinnern. Ja. Werfe. Das ist gut. So, also nochmal, ich würde nochmal ganz kurz auf die Fragen, die mir gestellt wurden, antworten. Dann würde Frau Klepsch noch mal was dazu sagen, dann würde Herr Pratzker trotzdem was dazu sagen, dann machen wir die Auszeit und dann schauen wir, wie wir weiterkommen. So, um das noch mal ganz sachlich darzustellen, ist ja vieles schon richtig von Frau Fiusiene und Anke Wagner gesagt worden, ohne dass ich jetzt werten will, was Holger Zastow hier noch mal ausgeführt hat. Fakt ist eins, die 300.000 jeweils, was an die DMG gegangen war, war so vereinbart, dass schon das für ein Triathlon ist, weil wir eine Möglichkeit gesucht hatten, weil das ja kurz vor knapp kam im November, dieses Anliegen, dass eben im November 22, dann im Sommer 23 der Triathlon stattfinden will und die DMG schon 22 die Verträge entsprechend verhandeln. Deswegen war die Idee gewesen, dass das wieder der DMG zu geben, dass man, ich sage nur, also sonst wäre es in der Sportförderung gelandet, aber dort wären wir viel zu langsam gewesen, um entsprechend dort die Verträge aufzusetzen. Mit dem müssen wir ja den Stadtrat dann logischerweise beteiligen. Das war so ein bisschen die Idee. Und ich hatte dann natürlich in der Budgetzuständigkeit, was den Bereich Sport, und da liegt nur einmal die Projektgesellschaft Dynamo, entsprechend einen Vorschlag zu unterbreiten. Den habe ich unterbreitet und da haben wir auf Haushaltsmittel von der DMG zurückgegriffen. Das ist der Hintergrund. Beziehungsweise hatten wir auch, das will ich nur ganz, ich will gar nicht eine Diskussion damit entfachen, aber nur darauf hinweisen, der Oberbürgermeister hatte ja in seinem Haushaltsentwurf
für Großveranstaltungen jeweils 600.000 Euro eingestellt. Und da war ja dann, und das ist das gute Recht des Stadtrates, der Stadtrat der Meinung in dem Beschluss, dass diese 600.000 jeweils also auf 2 Jahre verteilt für was anderes verwendet. Nur, dass man das nochmal rein ganz sachlich dargestellt, und viele haben, auch Holger Zastrow, Anke Wagner, Frau Fiusiene, alle die, André Scholber, alle die gesprochen haben, das sind vertragliche Verpflichtungen, die wir hier eingehen. Deswegen gemessen, wenn ich mich daran erinnere, an vergangenen Jahren ist das ja heute wirklich sachlich diskutiert worden. Da muss man in der Tat schauen, wie wir dann bei den Haushaltsverhandlungen 25, 26 dort rangehen, im Sinne von Vorsorge treffen, wobei wir diesmal ja den Vorteil haben, die Saison wird ja bereits abgeschlossen sein, wenn wir den Haushaltsentwurf in den Stadtrat einbringen werden, ich denke mal August, September. Und da können wir also durchaus auch schon frühzeitiger entsprechend darauf reagieren. So, jetzt Frau Klepsch und dann Herr Pratzker, bitte. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich will an der Stelle noch mal ein paar Dinge richtigstellen. Also die Förderrichtlinie Großveranstaltung, die ihr so aus der Zeit gelobt wurde aus der Vergangenheit, die betrug bis zum Beginn von Corona pro Jahr eine Summe von 35.000 Euro. Das war das, was im Haushalt zur Verfügung stand. Dann hatten wir die Corona-Situation und ja, Herr Zastrow, da sind im sechsstelligen Bereich zusätzlich mehrere hunderttausend Mittel in 2021 und 2022 ausgereicht worden und insbesondere für Großveranstaltungen. Wo kamen diese Gelder her? Das eine waren Mittel, die Sie als Stadtrat zusätzlich bereitgestellt hatten im Rahmen der Corona-Hilfsprogramme. Und dadurch konnte die Förderrichtlinie Großveranstaltung extrem aufgestockt werden. Und das ist durch das Kulturamt entsprechend und auf Beschlusslage des Kulturausschusses bewirtschaftet und ausgereicht worden. Darüber hinaus hatte das Kulturamt im vergangenen Jahr 500.000 Euro bei der Bundeskulturstiftung zusätzlich eingeworben aus einem auch Corona-Hilfsfonds. In 2024 steht für die Großveranstaltungen nicht zur Verfügung, weil, wie Herr Donhauser gerade schon dargestellt hat, die vom Oberbürgermeister vorgeschlagenen zusätzlichen 600.000 Euro pro Jahr durch den Stadtrat in der Haushaltsbeschlussfassung umgeschichtet wurden für andere Zwecke. Was meine Rolle und die DMG betrifft, will ich an der Stelle noch mal darauf hinweisen, dass ich in meiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzende der DMG in den Mehrbedarfsanmeldungen zum Haushalt 23/24 auch jeweils 400.000 Euro pro Jahr für genau diese Zwecke angemeldet hatte. Die sind aber, es sind ja viele Mehrbedarfe nicht berücksichtigt worden, auch aufgrund der nicht einfachen Haushaltssituation. Ich kann aber für das nächste Jahr an der Stelle ankündigen, wir kommen ja demnächst auch mit der Vorlage institutionelle Förderung und Projektförderung wieder in den Stadtrat. Der Kulturausschuss beschließt am 19. Dezember in öffentlicher Sitzung dazu. Und dort werden unter anderem auch das Dixieland-Fest, die Jazztage und das Elbpunk-Fest selbstverständlich zur Förderung vorgeschlagen, weil sie entsprechend beantragt haben. Gleichwohl ist das nicht in dem Umfang möglich, wie die Antragsteller sich das wünschen, weil das Gesamtbudget für diesen Bereich nicht ausreicht. Zur DMG und der Darstellung, es würde dort einzelne Unterstützung einzelner Veranstalter geben, das ist so nicht zutreffend, weil auch die DMG schon aus rechtlichen Gründen keine Einzelförderung konkreter Veranstalter oder Veranstaltungen machen kann. Was das Stadtmarketing macht, das sind Marketingkooperationen im Rahmen von Kooperationsverträgen, das ist aber was anderes. Ansonsten müsste auch die DMG ja ausschreiben. Und zu guter Letzt kann ich auch an der Stelle darauf hinweisen, dass wir selbstverständlich auch aus der Verwaltung heraus das Thema Wiederauflage einer internationalen Hygieneausstellung geprüft haben, gemeinsam mit dem Deutschen Hygienemuseum. Dafür gab es Geld aus meinem bescheidenen Budget. Und dazu wird sich auch noch was erreichen in den nächsten Monaten, bloß die Erkenntnisse aus dieser Prüfung, die sind noch in der Auswertung bei uns innerhalb der Verwaltung. Soweit von meiner Seite, vielen Dank. Schönen Dank. Herr Pratzker, bitte. Ja, was die Möglichkeiten betrifft, aus dem Personalbudget für Bürgermeister, Beigeordnete und Beamte nicht genutzte Ausgaben zu nehmen, da muss man bedenken, dass es für die Bürgermeister, die ja Beamte auf Zeit sind, eine Übergangsgeldregelung gibt,
mit mehreren Monaten, auch abhängig davon, individuell, wie lange die in Anspruch genommen werden und unterschiedlichen Besoldungshöhen, die sich jetzt auf der kürzester Zeit nicht abschließend festhalten konnten, sodass das ein Check ist, für den ich nicht sagen kann, dass der hier gedeckt ist. Okay, dann würden wir dem Wunsch, jetzt hier entsprechend Auszeit zu nehmen. Und ich würde sagen, 5 Minuten und dann treffen wir uns hier wieder.
So, meine Damen und Herren, haben Sie alle Ihre Fragen miteinander geklärt? Ja, der Finanzbürgermeister ist da und freut sich mit Ihnen, das weiterzumachen. Also zunächst erstmal zur Richtigstellung. Wenn man ein bisschen in die Gemeindeordnung guckt, in § 35 Absatz 4 sind die Gemeinderäte verpflichtet, an der Sitzung teilzunehmen. Der Oberbürgermeister hat insgesamt 6 Vertreter. Von der Seite her versucht er, fast 100% der Sitzung mit Ihnen gemeinschaftlich zu gestalten. Gelegentlich gibt es aber auch mal einen Gang über den Gang und dann ist er eben mal hier nicht anwesend oder es gibt eben wichtige Termine oder Telefonate, die gemacht werden müssen. Das vielleicht vorneweg. Dann war die Frage gewesen, die Verwendung der Personalkosten, so will ich es mal bezeichnen. Und da guckt man einfach in den Finanzzwischenbericht hinein. Und da ist hier ein Gesamtpersonalkostentopf. Und da hat, wer sich daran erinnern kann, an die umfangreiche Präsentation von Frau Möcke, dann hoffen wir, dass wir mit einer Punktlandung bei dem Thema Personalkosten, und da ist der gesamte Komplex, und das ist jetzt nicht die Einzelstelle, sondern die Gesamtkomplex Personalkosten, auskommen werden zum Jahresende, aber es wird eben eine Punktlandung werden. Und da ist jetzt nie, dass da mehr Mittel mit drin sind, sondern dass es aufgrund der hohen Tarifsteigerung, die wir hatten, die aber eben erst mit einem späteren Datum innerhalb des Kalenderjahres starteten, wir mit den finanziellen Mitteln wahrscheinlich gerade so hinkommen werden mit der Tarifsteigerung, die wir bereits eingeplant hatten. Das war wohl Ihre Frage gewesen, um das Ihnen noch mal zu erläutern. So. Dann frage ich, ob die Auszeit noch neue Anträge, Erkenntnisse gebracht hat. Ansonsten gehen wir dann in die Abstimmung. Und da gibt es einen Ersetzungsantrag der FDP. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Sieben Ja-Stimmen, 52 Nein-Stimmen bei 6 Enthaltungen, hat damit keine Mehrheit bekommen. Und dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja. 56 Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme, 7 Enthaltungen, damit so beschlossen.